Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Businessfragen kompetent und verständlich beantwortet. Mein Name ist Daniel Neurauter und in dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Fragestellung, worin unterscheiden sich Darlehen nach der Art der Tilgung? Hierfür können wir mal grundsätzlich drei unterschiedliche Darlehensarten unterscheiden. Einerseits kennen wir das Fälligkeitsdarlehen und das Abzahlungsdarlehen und andererseits das Annuitätendarlehen. Sehen wir uns zuerst das Fälligkeitsdarlehen an oder auch häufig als endfälliges Darlehen oder Festdarlehen bezeichnet. Bei dem Fälligkeitsdarlehen wird die Darlehenssumme, also der offene Saldo, erst am Ende der Laufzeit beglichen. Das heißt, während der Laufzeit bezahlen Sie keinen Anteil an der Darlehenssumme zurück. Sie bezahlen während der Laufzeit wirklich nur die Zinsen und am Ende der Laufzeit müssen Sie dann den Darlehensbetrag auf einmal zurückbezahlen. Das hat natürlich diesen großen Vorteil, dass Sie ja über die Darlehenslaufzeit letztendlich nur eine geringe Belastung haben, aber natürlich auch dafür sorgen müssen, dass am Ende der Laufzeit die volle Darlehenssumme dann bereitsteht, um das Darlehen auch zu tilgen. Die zweite Art, die wir unterscheiden können nach der Tilgung des Darlehens, ist die das Abzahlungsdarlehen bzw. auch Ratendarlehen genannt. Und hier wird die Annuität, also die Tilgungsquote und den Zinsen, mit sinkendem Darlehensbetrag auch reduziert. Das heißt, je geringer der Darlehensbetrag wird, umso geringer wird dementsprechend auch die Annuität. Ganz einfach da aus diesem Grund heraus, dass die Zinsen ja immer vom haushaftenden Betrag berechnet werden und hier durch die Zinsbelastung letztendlich einfach auch geringer wird. Das Spiel funktioniert oder diese Aussage gilt natürlich nur, insofern sich das Zinsniveau nicht massiv verändert. Und die dritte Variante ist die Annuitätendarlehen. Und im Unterschied zum Abzahlungsdarlehen wird beim Annuitätendarlehen die Annuität während der Laufzeit nicht verändert. Also sprich, diese bleibt unverändert und ist immer über die gesamte Laufzeit hinweg gleich hoch. Das Einzige, was sich hier ergibt innerhalb dieser Annuität, ergibt sich eine Verschiebung zwischen dem Tilgungsteil und dem Zinsenteil. Also je geringer die Darlehenssumme wird, umso höher wird die Tilgungsquote und umso geringer wird die Zinsbelastung. Aber die Annuität als solches bleibt unverändert. Auch hier wieder Bezug nehmen darauf, dass man unterstellt, dass das Zinsniveau unverändert bleibt. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, im Zusammenhang mit dem Annuitätendarlehen spricht man auch gerne vom sogenannten Tilgungs- bzw. Amortisationsdarlehen. Ja, und somit sind wir dann auch schon wieder am Ende unseres heutigen Videos angelangt. Und wenn Ihnen unsere Videos gefallen, freuen wir uns über einen Daumen hoch, beziehungsweise über ein Abo unseres YouTube-Kanals Businessfragen, beziehungsweise Ihre Fragen in den Kommentaren.